wasche meine Haare jetzt schon seit über einem Jahr mit Roggenmehl. Und es funktioniert für mich so gut. Meine Haare sind jetzt gerade 10 Tage ungewaschen. Und ihr seht, jetzt wird es langsam ein bisschen fettig, aber eigentlich noch erträglich. Aber ich dachte, ich wasche jetzt mal, um euch das auch mal zu zeigen. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das mache. Und danach erzähle ich euch ein bisschen, wieso, weshalb, warum und so weiter. Ihr braucht irgendein Schälchen. Und ich fülle da immer so pipapo 2 Esslöffel Mehl rein. Wenn nicht sogar 3. Irgendwie so. Dann habe ich hier warmes Wasser. Und da kippe ich dann auch mal so ein bisschen dazu. Bis das wie so ein sehr flüssiger Pfannkuchenteig wird. Das Verhältnis ist auch gar nicht so wichtig. Ich habe das früher immer sehr schleimig angerührt. Jetzt gerade mache ich es immer sehr wässrig. Und funktioniert beides. Aber ja, dann habe ich hier so eine Pampe. Ist jetzt nicht so viel, weil ich halt wirklich immer nur meinen Ansatz damit mache, wenn der halt fertig wird. Wenn ihr kürzere Haare habt oder eure ganzen Haare waschen wollt, dann guckt ihr einfach mit der Menge. Einfach ein bisschen ausprobieren. Man kann das Zeug übrigens auch 2 Stunden oder sogar über Nacht einfach ruhen lassen. Dann lässt es sich noch besser auswaschen, aber ich mache das voll selten, weil ich immer irgendwie spontan meine Haare wasche. Und es funktioniert auch. Also ja, los geht's. Okay, meine Kamera beschlägt heftig unter der Dusche und ich habe keine Lust, kalt zu duschen. Deswegen zeige ich euch das einfach mal hier. Hier ist das Zeug. Und ja, dann manche ich da so rein. Und dann verteile ich das halt auf meinem Ansatz. Fühlt sich ein bisschen an, wie mit Matsche zu spielen. Ich finde das irgendwie ganz geil. Und halt da. Unten auf dem Scheitel. Sieht dann auch sehr schön aus. So. Und dann massiere ich das einfach kurz ein. Lass es dann so, keine Ahnung, 2 bis 3 Minuten einwirken, während ich halt den Rest von mir wasche. Und dann spüle ich das aus. Und das mache ich jetzt. Übrigens auf gar keinen Fall irgendwas anderes als Roggenmehl nehmen. Ich kenne die heftigsten Horrorgeschichten von Weizen und Dinkelmehl, weil das verklebt dir den Kopf so sehr und du kriegst es nie wieder rausgewaschen. Ich weiß nicht warum, aber Roggenmehl muss es sein. So, der ganze Schleim rausgewaschen. ist nichts übrig, hoffe ich. Und beim Auswaschen muss man echt ein bisschen gründlicher sein als bei normalem Shampoo. Also wirklich ordentlich draufhalten und auch so ein bisschen rausmassieren und so. Und es geht ganz gut. Und weil das voll viele fragen, nein, das verklebt nicht den Abfluss, weil alles, was dann am Ende rauskommt, ist auch total bröselig. Also gar nicht mehr so schleimig, sondern wirklich nur noch so kleine Mehlklumpen. Seht ihr dann halt auch unten in der Badewanne. Deswegen gar kein Ding. Und ich lasse die jetzt so an der Luft trocknen und dann ja, sehen wir uns später wieder. So, trocken das Ganze und fettfrei, mehlfrei halbwegs. Also ich bleibe bei mir immer am ersten Tag noch so ein paar Mehlschuppen zurück. Aber spätestens, wenn ich die einmal richtig durchkämme, einmal ein bisschen ausschüttel und ja, dann am nächsten Tag ist nichts mehr davon übrig. Und ja, ich liebe wirklich, wie sich meine Haare danach anfühlen. Die sind so, keine Ahnung, nicht so eklig sauber, so glatt sauber, sondern so einfach wie so Haare. Keine Ahnung. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Spülung oder so benutze ich übrigens gar nicht. Es gibt ja auch so Apfelessigrinse, die man irgendwie machen kann. Keine Ahnung, ich verlinke mal was unten. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich einfach immer so zufrieden mit meinen Haaren das ganz gerne mag, wenn die so leicht trocken sind hier unten. Und ich kann euch empfehlen, dass wenn ihr bis jetzt eure Haare ganz normal mit Shampoo gewaschen habt, einfach mal auch einen kleinen Entzug zu machen, bevor man quasi auf sowas Natürliches umstellt. Ich habe selber auch früher meine Haare jeden Tag bis jeden 2. Tag gewaschen, weil sie mir oben zu fettig oder unten viel zu trocken waren. Ganz viel dazu steht auf meinem Blog, habe ich alles verlinkt. Aber ganz kurz gesagt, habe ich dann 1 bis 2 Monate nur mit Wasser gewaschen. Das war Winter, ich habe mir meine Mütze aufgesetzt und sah das alles nicht so schlimm aus. Jedenfalls habe ich danach angefangen, meine Haare dann halt mit erst mit Lavaerde, das ist so eine Wascherde, zu waschen. Und habe dann irgendwann von Roggenmehl gehört und dachte, boah, wie krass, wenn das funktionieren würde. Weil wie günstig, wie nachhaltig. Ja, und genau, deswegen mache ich das jetzt so und es funktioniert super. Es hilft allerdings nicht gegen Gestank oder wirklich Dreck in den Haaren. Also wenn ich irgendwie hier angestrichen habe oder auf einer Party war, wo geraucht wurde, dann würde ich schon einfach natürliches Shampoo benutzen. Da gibt es ja auch jede Menge, was jetzt nicht voller Silikon ist oder keine Ahnung was. Und also für mich spricht überhaupt nichts dagegen, dann manchmal auch mit Shampoo zu waschen. Aber ich mache es wirklich am liebsten mit Roggenmehl, einfach weil mir das Ergebnis so gut gefällt. Und ja, ich finde das witzig, mich damit einzumatschen und so. Ja, wenn das für euch spaßig klingt, probiert es total gerne mal aus. Wie gesagt, viel mehr Infos findet ihr noch auf meinem Blog. Und die Wellen, die ihr meistens in meinen Videos seht, die mache ich mir, indem ich einfach nachts ein Stirnband trage, meine Haare da so drum wickel. Da verlinke ich auch mal ein Video von irgendwelchen YouTubern, die das viel besser erklären, als ich das kann.
Genau. Ja, ich hoffe, es war für den einen oder anderen was Neues oder irgendwie hilfreich. Und ja, Bock, das auch mal auszuprobieren? Wenn ja, lasst es mich wissen und schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit Haarpflege unten rein. Wie gesagt, das funktioniert bei mir jetzt so gut. Ich habe auch schon von Leuten gehört, bei denen das irgendwie nicht klappt. Also macht euch da nicht bekloppt, probiert einfach viel aus und habt Spaß dabei. Dann kann nichts schief gehen. Dankeschön, bis bald und tschüss!